Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, was sind die besonderen Markenzeichen Jesu? Woran können wir Jesus erkennen? Die Jünger in Emmaus haben Jesus erkannt, als ihnen das Brot gebrochen hat. Und sie erkannten auch Jesus, als er ihnen das Wort verkündet hat. Aber das ist ihnen erst später bewusst geworden, dass das ihr Herz erwärmt hat. Also das Brechen des Brotes ist wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig und es bereitet uns vor, um Jesus zu erkennen im Brotbrechen. Und dann, als Jesus dann allen wieder erscheint in Jerusalem, da sind sie erschrocken. Sie meinen, einen Geist zu sehen. Und Jesus will jetzt etwas zu essen haben. Und um ihnen zu zeigen, dass er kein Geist ist, sondern dass er aus Fleisch und Knochen ist. Jesus sagt das sehr, sehr konkret. Und er zeigt ihnen seine Hände, seine Wunden. Er zeigt ihnen seine Seite. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist das Lamm. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Das Lamm Gottes, von dem im Wort Gottes gesprochen wurde. Er ist dieses Lamm, das sich selbst gibt, damit wir ihn aufnehmen, damit wir ihn essen, ihn mit unserem Leib, mit unserem Geist, mit unseren Gedanken aufnehmen. Liebe Brüder und Schwestern, an diesen konkreten Zeichen erkennen wir Jesus. Und es sind untrügliche Zeichen. Nie hätten wir uns denken können, dass Gott sich so klein macht, so verletzlich, damit er bei uns sein kann, uns erlösen und befreien kann. Möge er diese tiefen Wahrheiten tief in unserem Herzen verwurzeln, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.